Hallo, hallo, hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Amon, der für euch in der Unterwelt, der sogenannten Zwischenwelt, sich frei bewegt, wenn er sich in Trance versetzt. Ich denke, ich werde heute ein wirklich schreckliches deutsches Haus in Russland besuchen, eventuell den oberschrecklichen Schulgespenst erblicken. Vielleicht packen wir uns wieder an Tim und lassen uns verführen und entführen in einer anderen Welt. Die Zwischenwelt ist unerhörtlich groß, so groß wie die Erde und der Kirche, die neben uns existiert. Wollen wir jetzt den Schritt wagen und dahin gehen? Wir wagen es. Hallo Unterwelt, hallo paranormale Welt des Wissens und der Klugheit. Hier ist Amon, der paranormale Ermittler. Ja, Andreas ist hier, ja. Der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Amon. Ich rufe meine vier Assistenten, Jonas, Henning, Yoshi und Mark. Das sind meine Schutzengel, meine Helfer und Beschützer in der Zwischenwelt. Denn es gibt auch Fallen, von Dämonen gestellte Fallen, die möchten das Leben ausrotten. Begeben wir uns auf eine Flugreise nach Russland. Wir sind jetzt in Nähe Tschernobyl. Da steht das böse deutsche Haus und eine Schule ist daneben. Nicht direkt in der Stadt Tschernobyl, sondern ein Vorort. Da stehen viele Häuser leer. Selbstverständlich wohnt da keiner mehr. Die haben sie alle verfrachtet nach dem Großreich Russland. Wir möchten jetzt in das deutsche Haus einrücken. In dir, ja. Hallo, hallo, Seelen des Hauses. Das sogenannte deutsche Haus. Ich bin der Amon, der paranormale Ermittler. Ich komme mit dem größten Respekt, mit dem Frieden im Herzen und mit der Liebe im ganzen Herzen. Wolfgang ist da bei euch. Wolfgang ist auch eine Seele, ja. Wem haben wir hier in der Schule und in dem altdeutschen Haus? Als Seelen, wessen Namen habt ihr? Tolik? Der eine heißt Tolik. Bist du eine Seele, eine böse Seele oder eine liebe Seele? Was bist du für eine Seele? Schlecht oder gut? Besser? Bist ein Dieb. Wie lange spukst du schon in das deutsche Haus? Sehr lange? Wo sollte man nicht reingehen?
Aber war als erster mal hingehen, wa? Wir gehen jetzt die Treppe hoch in den deutschen Haus. Das ist alles Blockhäuser mit viel Holz. Meistens ist auch kein Eisen verbaut. Sondern wurde mit Holzstiften befestigt. Wir sind jetzt im ersten Stock. Hallo Seelen des ersten Stock, hier ist Amon, der paranormale Ermittler und Seelenwanderer. Ich komme in Frieden und bin mit Respekt hier. Meine Liebe schenke ich euch. Dann gib mir bitte Auskunft. Wer ist hier der böse Geist? Wer ist die böse Seele? Wer ist die Seele? Sag mir mal, wer die Seele ist. Wahrscheinlich. Das war sie, Frau Wahrscheinlich oder so? Wie ist dein Name? Ist dein Name Tolek? Ja oder nein? Der Gott ist auch da, aber wenn ich den Namen Tolek rufe, kommst du dann? Nein oder ja? Nein, ja oder nein? Kommst du denn, wenn ich Tolek rufe? Schön, na Tolek, dann komm mal her. Wer bist du, Tolek? Wer bist du? Was heißt das, very much? Was wird da rausgeschmissen? Ich soll da rausfliegen? Charmant ausgedrückt, wa? Jo. Aber man kann mit dem Wasser, was da drinnen vertreten ist, sehr gut leben. Also da ist unter 3%, also das ist unter 5%, denke ich mir mal, ist der Wasseranteil drinnen. Und das läuft dann auch noch weg, wenn du die Käfige hier aufmachst, dass da der Inhalt, die Butter oder so, zur Geltung kommt. Wie bist du hier raufgekommen? Ist doch immer ein Geheimnis, hier hochzukommen. Was ist das hier für eine Tür, die verschlossen ist? Wer ist dort? Wer lenkt dieses?
Wer lebt am Ende dieses Zimmer, ein anderes Zimmer mit den kleinen Steinen als Beschützer, Steiner als den Pflanzstein, ich weiß nicht, wie du das meinst, ja, aber mit den Knollensellerie oder mit den Kohl üben. Oder mit was anderes. Oh, Baby. Den Axt machen wir uns hier gar nicht. Die Kinder anwählen. Die schauen schon durch die Ritzen der Bretter hier. Weil sie nicht zur Schule gehen konnten, wissen sie auch die Zeit nicht. Also schon so viel wert, dass da die Schule langsam völlig gleichgültig macht. Stimmt's? Wie seid ihr beide drauf? Ihr möchtet doch zum Unterricht, nicht? Ich will den Kleiner oben noch runterholen, dass er aus der Schule kommt. Sammelt keine Splitter von unterwegs auf. Sammelt keine Splitter auf, bitte. Das brauchen wir nicht nochmal. Splitter sammeln wir Kinder. Als es in Zivilkeit ist. Verletzte gibt es keine. Nur ein paar Prellungen und Quetschungen, aber sonst kann man nicht daran sterben. Also eine Ewigkeit hier. Und sollte nicht immer so viel zumachen, wo wir umgehen. Wenn ich rausgehe, meine ich. Nicht, wenn ich innen bin, halte ich meine Tür wieso zu. Ja, wieso? Amen.
about eine weibliche Tier oder weibliche Menschen hat sich das sowieso erledigt, wenn sie schon Sexualkontakt gehabt haben. Da kann ich erst danach einlassen, wenn wir die Krebs hinter uns haben hier. Dann können sie natürlich sich hier alles angucken. So doch denn. Kommen Sie fünf her, weiß der Polier hier auch Bescheid. Wie heißen Sie nochmal bitte? Ibitz? Ibitz? Vorname mit First Name Bit, please. Den First Name, please. And last name, please. You first and last name, please. Das ist ja ein großes Ding da. Wo nimmt die andere hin? Wird als Schüler, wird als bester, als wichtigster Schüler im ganzen großen Russland. Ich weiß nicht, wer ihn dahin dirigiert hat und aus ihm den großen Künstler gemacht hat, bedanken wir uns ganz herzlich. Theoretisch könnte es jetzt den ganzen Schritt verkaufen. Du musst deine Bücher da mal hinbringen, da hast du ja Bücher. Und die kassieren alle Geld von dir, wenn du den Jackpot hast. Schallende Partys, und manch einer wird sich fragen, wie es hinter so einem Tresen aussieht oder ausgesehen hat. Endlich gar nichts anders, nur nachhaltig durstig oder so. Denn die Zellen sind da so noch drin und die Zwecke dafür, die Anschlüsse sind ja auch da. Also Frieden, der Bus im Wasser hier hingefallen will. Bisschen Loake. Die werden auch nie wieder hierher kommen. Die dicken Flusspferde schon da. Aber es liegt in der Tat, können wir nicht durch, müssen wir warten. Hallo, hier ist der paranormale Entwickler und Seelenwanderer Amon. Mit wem habe ich das Vergnügen? Balzac. Und wie ist der Vorname, Herr Balzac?
Auch wenn man mir das nicht ansieht mit meiner Körperfülle, die durch viele Faktoren entstanden ist und ich alleine nichts tun kann, will man sich verkneifen, mich zu ärgern. Es könnte. Das ist für mich so. Das ist so. Mord verjährt nicht, nein, das stimmt. Wenn nur einer von euch Mord begangen hat, der sollte sich lieber der Polizei stellen. Dann wird es nur um Effekte handelt und den Schock und dann die ewigen Vorwürfe müssen wahrscheinlich nur eine 6 finden. Ich habe gelesen, dass deine Frau schon wieder schwanger ist. Und dass sich halb Russland jetzt wieder die Sorgen macht. Thank you.
Schon alle auf Richtungen, ne?
Doch nicht! Wer raus! Dara!